Was geht ab, Leute? Euer Fripps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. In diesem Video wieder eine Folge früher versus heute. Und falls ihr die letzten Folgen, ich glaube es gibt gerade 4 Stück davon, falls ihr die letzten 4 Folgen nicht gesehen habt, Leute, ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Und am Ende der Endcard, ihr könnt sie euch ja mal anschauen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn dann könnt ihr auf jeden Fall was dazulernen. Und Freunde, auf die letzte Folge GTA früher versus heute haben wir einfach 1900 Likes geschafft. Vielleicht können wir das Ganze ja hier mit diesem Video überbieten. Also Leute, schneidet euren Daumen ab und klebt ihn auf jeden Fall auf den Bildschirm. Und lasst mir euren Daumen auf jeden Fall da, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und Freunde, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, tut es auf jeden Fall jetzt. Ich bin kurz vor den 80.000 Abonnenten und ihr würdet mich damit unterstützen. Und es würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Aber Leute, jetzt würde ich mal sagen, wir fangen mal mit der Folge früher versus heute an. Ist euch schon mal was aufgefallen, Freunde? Damals, als man einen Jet aus der Militärbase geklaut hat, war das nicht so schwer wie heute. Heutzutage ist es so, ich steige in einen Jet ein, 30.000 Männer kommen auf mich zu, schießen auf mich ein. Oder wenn man dann in der Luft ist, ist es so schwer, die komischen Jets abzuwimmeln. Und es wird immer schwerer, immer schwerer. Und keine Ahnung, also mir ist es persönlich aufgefallen und vielen Abonnenten auch, denn ich habe dieses Kommentar schon öfter gelesen, dass Jets aus der Militärbase rausholen viel, viel, viel schwerer geworden ist. Und Leute, ich finde, dass das auf jeden Fall stimmt und deswegen habe ich das auf jeden Fall hier reingemacht, denn früher war es viel leichter, ein Jet aus der Militärbase zu holen. Gerade wo wir beim Jet sind, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar, Leute, kann sich noch jemand daran erinnern, als die Jets normale Munition hatten? Leute, überlegt mal ein bisschen zurück. Und zwar hatten damals, soweit ich mich erinnern kann, und ich denke mal, ich kann mich gut dran erinnern, hatten damals die Jets so Munition wie der Buzzard Kampfheli. Das heißt, es war keine Explosivmunition oder es wird ja jetzt Kanone genannt in GTA. Damals, Freunde, hatte man einfach nur ganz normale Minigun-Munition an dem Jet. Und das wurde dann geändert, als die Hydra mit ins Spiel kam, denn die hatte Kanonenmunition und da die Hydra das hatte, hat man es auch zu den anderen Jets beigefügt. Finde ich auf jeden Fall eine gute Entscheidung von Rockstar Games, denn jetzt sind die Jets einfach viel cooler, aber damit sind auch die, in Klammer, Jet-Abfucker in den Online-Modus gekommen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder es schon mal gesehen habt, aber man kann auf seine Haare einen Perleffekt draufklatschen. Ja, Leute, das stimmt wirklich. Viele von euch wissen das da draußen vielleicht gar nicht. Ich wusste das persönlich bis vor 2-3 Wochen auch nicht. Beziehungsweise ich hatte es vergessen. Ich wusste mal, dass es mit einem Update reingekommen ist. Dann habe ich mal meine Haare so gefärbt gehabt, aber dann habe ich das wirklich komplett vergessen. Und letztens war ich wieder beim Friseur und habe mir das Ganze angeschaut. Und das Ganze nennt sich Highlights. Wenn man die Highlights aktiviert hat, zum Beispiel bei blauen Haaren, sieht man das richtig krass. Ja, aktiviert ihr die Highlights und geht auf einen pinken Perleffekt zum Beispiel, dann könnt ihr so einen kleinen Perleffekt auf eure Haare draufklatschen. Und das, meine Freunde, hat auf jeden Fall früher nicht funktioniert und das ist auf jeden Fall neu mit ins Spiel gekommen. Ich denke mal, vor circa 1,5 Jahren ist es neu mit ins Spiel gekommen. Die Option finde ich an sich eine eigentlich ganz coole Aktion, muss ich ehrlich gestehen. Wusstet ihr, dass damals der Passivmodus Geld gekostet hat? Leute, damals wurde man umgebracht, dann hatte man die Option Passivmodus. Sollte jeder von euch auch schon mal gesehen haben. Wenn man im Todesbildschirm ist, hat man rechts unten Passivmodus-Option. Und damals, Freunde, hat diese Passivmodus-Option, egal ob wir uns das jetzt im Interaktionsmenü gesetzt haben oder in unserem Todesbildschirm, wir mussten jedes Mal immer 100 Dollar dafür bezahlen. Also Leute, damals hat man sogar Geld für den Passivmodus bezahlt. Finde ich gut, dass es heute kostenlos ist. Klar, 100 Dollar sind jetzt nicht die Welt. Aber ich habe mit jemandem gestern gespielt gehabt. Und zwar der Löppi. Der hatte noch nicht mal 300 Dollar, um in den Job zu gehen. Also es gibt schon Leute, die ein bisschen ärmer sind in GTA. Und deswegen finde ich das cool, dass das jetzt nicht mehr Geld kostet. Kommen wir zum letzten Punkt, Freunde. Und zwar, könnt ihr euch an die Zeiten auch von der PlayStation 3 erinnern? Damals konnten wir so unsere Charakter designen und erstellen. Das Coole daran war aber jetzt, Leute, dass man auf der PlayStation 3 damals seine Verbergung mehr ändern konnte. Und zwar konnte man Großeltern entscheiden. Und das fand ich voll cool, denn man konnte seinen Charakter mehr designen. Vom Aussehen her, man könnte ihn einzigartiger machen. Heutzutage sieht fast, oder sehen viele GTA-Charaktere gleich aus, da viele
die gleichen nehmen oder die hübschesten, das switchen sie ein paar Mal durch und dann suchen sie sich dann Charakter aus. Und früher konnte man noch Großeltern auswählen, mehr Optionen, ob man die Hautfarbe dunkler haben möchte, also da konnte man sehr viel entscheiden früher. Und das Ganze ist heute leider nicht mehr so, aber dennoch finde ich das Ganze trotzdem cool. Immerhin können wir unsere Charakter designen. Überlegt mal, Leute, dass ihr einfach mit einem Charakter spawnt, den ihr nicht mal umändern könnt. Das wäre nämlich übelst zum Kotzen. Aber Leute, das soll es dann aber auch schon gewesen sein mit der Folge GTA früher versus heute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder wirklich gefallen. Mich überzeugen diese Serien bzw. diese Folgen immer und immer wieder. Ich gucke sie mir wirklich immer gerne an. Denn, keine Ahnung, das erinnert mich immer an die alten Zeiten zurück. Das macht mir nochmal immer so kurz klar, was früher anders war als heute. Und deswegen finde ich diese ganzen Optionen voll cool. Und Leute, ich habe mir mal überlegt gehabt, eine Special-Folge rauszuhauen für die nächste Woche. Und da habe ich gedacht gehabt, Klamotten bzw. wie man sich früher angezogen hat und wie man sich heute anzieht. Da wollte ich 5 Arten von DLCs, also sagen wir mal, da kam damals das Import-Export-DLC raus. Wie hat man sich damals angezogen? Weil ihr wisst ja selber, jetzt ist zum Beispiel ein neues DLC gekommen, das Gunrunning-Update. Man zieht jetzt mehr Militärklamotten an und früher hat man ja nicht solche Klamotten angezogen. Und da wollte ich so eine Special-Folge mit Outfits machen und ich wollte mal wissen, ob euch das Ganze interessiert. Falls ja, Freunde, stimmt mal bitte jetzt rechts oben ab, ob euch das interessieren würde. Und dementsprechend wird dann diese Folge kommen oder nicht kommen. Wenn wir mehr als 50% der Stimmen haben, dann wird diese Serie auf jeden Fall kommen. Beziehungsweise diese eine Special-Folge, sagen wir mal. Aber Leute, das soll es dann auch gewesen sein mit der GTA früher versus heute Folge. Ich hoffe, sie hat euch mal wieder richtig gefallen. Falls ja, zeigt es mir mit eurem Daumen. Und Freunde, falls ihr noch nicht abonniert habt, drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button. Und dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig freshen Tag. Und heute Abend wird gestreamt. Falls ihr vorbeischauen möchtet, checkt auf jeden Fall mal ab. Ich werde dann aber so mit raus, Leute. Haut rein, geht in mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.